Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play angezockt, aber mehr von Skyrim. Und wir sind hier im Ölsturzhügelgrab und müssen jetzt das Geheimnis dieses Grabes herausfinden. Ich glaube, wir sind da gerade mal am Finishen. Und ich habe da so wieder die Bedenken und ja, mach mir ins Hemd und unser Feendal ist wirklich cool drauf. Aha. Also komm in die hohle Gasse. Zerstörung verbessert auf 20, kommt er gut. Und du bist feuerfest, das passt ja auch. Und irgendwann einmal kommen die alle auf einmal auf uns zu. Ja, brauchen wir nicht, den nehmen wir nicht. Und das nehmen wir auch. So, gut so. Und jetzt frage ich mich ja wieder mal, wer zündet da die ganzen Fackeln an? Machen das die Toten von selbst? Da ist ja auch noch so ein Sarkophag. Lass mich darüber. Der ist jetzt leer. Der ist auch leer. Da ist nichts. Und die Truhe durchsuchen wir. Die Rüstung können wir nicht mehr tragen. Und das nehmen wir mit. Oh, das können wir schon noch tragen. Okay. So. Jetzt schauen wir mal, wo wir da weiter müssen. Nämlich da. Und da ist ein Mechanismus zu aktivieren, aber ich glaube, das ist ja wieder mal eine Falle. Oder? Ja, wir haben ja die Heilung ausgerüstet. Wir könnten es ja mal probieren, egal. So. Ha? Nix? Ja, Feendal, komm. Wir gehen da gleich einmal raus. So schnell es halt einmal geht, ja. Sind wir da jetzt richtig? Ja, na klar. Das schaut aus, als ob wir es mitnehmen können. Ja, genau. Wusste ich's doch. Da liegt ja auch noch was. Ein Trollschädel. Sorry Leute, es ist ja wieder mal klar. Ich schmeiß da jetzt irgendwas weg. Das kann ja nicht sein. Nämlich das, ja. Okay. Gut. Wir laufen da mal zu. Und sind wir da jetzt schon in Sicherheit? Ja, mitnichten, gell? Naja, da ist eine Truhe. Stahlpfeile nehmen wir, Gold nehmen wir, Rolle, ja, und Rolle des Schneesturms. Gut so. Jetzt muss ich aber mal schauen, wo wir da hin müssen, ja. Wieso hast denn du jetzt geschossen, du Kasperl? Wir schauen da noch mal rein, was da los ist. Da oben kommen wir raus. Und das ist ein... Oh, oh. Was waren da jetzt? Da oben sind welche. Ich glaube, wir sollten uns beeilen jetzt. Na, was ist denn jetzt? Aha. Wir sammeln kurz einmal Pilze, weil wir machen uns eine Pilzsuppe und ja, hauen uns die dann auch rein. Und ich glaube, der dürfte ein wenig gefährlicher sein als all die anderen. Oder nicht?
aufpassen! Auf was denn jetzt? Nehmen ein altes Nordschwert. Ja. Brauche ich ja nicht und dich brauche ich auch nicht. Und wo ist denn der jetzt hin? Ist der jetzt runtergefallen? Ja, und in die Abgrund. Tiefe, tiefe. Ja, scheiß drauf. Ich habe da oben immer ein Signal, ich weiß auch nicht. So. Ah. Ja. Okay, da müssen wir raus und da runter geht's nicht. Oder? Aber wir schauen kurz einmal nach. Wir durchsuchen dann einmal, ja. Eisenpfeil. Eisenbarren geht sich noch aus und Gold geht sich auch noch aus. Und da ist natürlich eine Kiste. Und der hat sicher wieder Gold versteckt. Unser Skeletti. Da ist auch noch eins. Ja, seht ihr. Cool. Und da die Kiste. Schon wieder. Na klar, ich verstehe das auf Dauer ja auch nicht. Okay. Gut so. Behender Eisenschild, ja, Amethyst, Gold, Rolle der Massenlähmung, Zaubertrank der geringen Magiker, ja. Das hat ja viel Wert, das nehmen wir. Und wir werden da gleich wieder was wegschmeißen. Und ich weiß auch schon nicht genau mehr, wie viel ich da jetzt die Eisenrüstung, ne? Eisenhelm, ne? Aber wir haben ja schon zwei von den Dingen verflixt. Ah, die können wir uns schmieden auch, ja? Okay. Für den behelmten Eisenschild brauchen wir nämlich viel mehr. Wir brauchen da einen Korundumbahn und den haben wir noch nicht. Und wenn wir den kaufen, kostet er 1000 Gold. Und wir müssen da raus, okay. Und dann gehen wir mal drauf los. Oh, das sieht nicht gut aus. Oder? War es das schon? Ich habe so, ja, wieder die Befürchtung, dass das nicht alles sein kann, oder? Oh, da ist ja noch einer. Komm her. Der sich selbst, der taucht. Ich stehe auf eurer Seite. Ja, ich weiß ja eh, Schatzi. Also ohne Feendahl hätten wir da schon ein richtiges Problem gehabt. Trotz Schleicherei und Pipapo. War es das jetzt schon? Schon wieder. Schloss knacken und ja. Gut so, komm her. Zeig mir, was da drinnen ist. Die gehen auch noch mit und passt schon. War es das jetzt? Feendahl? Was sagst du zu der ganzen Geschichte? Bin immer noch da. Ah, Schmarrn. Dann mal los. Okay. Oh, wir sind da ja noch lange nicht fertig, so wie das aussieht. Oh, weh, weh. Ja, Leute, eben, ihr wisst ja, unterirdisch und alles Mögliche und Untote und ja, der Toso. Was ist denn da jetzt?
Ich glaube, ich sollte jetzt mal speichern, ja. Und das werden wir gleich tun. Kleinen Moment. Und schon geht's weiter. Ich würde wirklich schneller gehen, wenn ich da nicht unbedingt schleichen wollte, damit ich eben diese Fertigkeit Schleichen verbessern kann, ja. Leintuch, Leintuch, Leintuch und das ganze Zeug, ja, trotz Feental, unserem Lasttier. Schaffen wir es nicht, dass wir das ganze Zeug mitnehmen? Ja, da hast du recht, mir gefällt es auch nicht. Aber was sein muss, muss sein. Okay, da war ja noch einer. Und der steht da oben noch. Ah, da ist ein ganzer Haufen. Ja, mit beiden geht das ja recht rasch, ja? Und du auch noch? Okay. Gut so. Sollen wir zuerst einmal durchsuchen, das Zeug hier? Heilen wir uns einmal, bevor es da weitergeht. Gut so. Ich glaube, wir setzen total hier auf Angriff, ja? Da schauen wir mal. Was ist denn da alles? Zaubertrank der Frostresistenz. Als Nord sind wir ja wirklich resistent gegen Kälte. Und mir wurde gesagt, wenn wir in höhere Regionen kommen, so wie hier, wenn es kalt ist, müssen wir Feuer einsetzen. Und wenn es heiß ist, da unten sollen wir eben diese Eisblitze einsetzen. Und das ist ja wirklich die Unendliche hier. Und da die Dinger, die sollten wir vielleicht gleich einmal runterschießen oder erst nachträglich. Diese Ölbehältnisse da. Ja, bevor sie uns wehtun, ne? Aha. Okay, aber wir könnten auch versuchen, die einzusammeln. Vielleicht geht das sogar. Aber jetzt wird es mir schön langsam zu bunt. Das dauert ja auch ewig. Da ist nichts, da ist jetzt auch nichts mehr. Das sieht immer so aus wie Karten und so. Aber ich täusche mich da auch immer. Und da hinten müssen wir hin. Irgendwo habe ich da jetzt einen Marker gesehen. Ja, egal. Wir laufen da weiter. Und jetzt schaue ich, können wir die nehmen? Die können wir nicht nehmen, ne? Ja, wir laufen da einfach durch. Macht nichts. Ja, und Leute, wie immer mal, na, es ist ja nicht, ich hab's ja auch nicht gewusst. Egal. Wir machen hier einen, natürlich wieder einen Schnitt. Unser kleiner Elf und ich. Und wir sehen uns da wieder, wenn wir da durch die Tür gehen. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Toso. Ciao.